Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Gendermedizin. Und als Gast darf ich Frau Prof. Dr. Ilka Ott begrüßen. Sie ist Chefärztin der Medizinischen Klinik 1 am Helios Klinikum in Pforzheim. Frau Prof. Ott, was ist denn Gendermedizin? Ja, das ist ja was relativ Neues. Vielleicht kann man es am besten erklären. In der Gendermedizin berücksichtigen wir geschlechtsspezifische Aspekte von Erkrankungen. Dabei unterscheidet man erstmal natürlich die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die sind natürlich durch die Genetik gegeben, die sind durch metabolische Veränderungen gegeben, die sind durch anatomische Veränderungen gegeben. Aber da gibt es natürlich auch krankheitsspezifische Veränderungen, die sich dann auch für die Entstehung von Erkrankungen, insbesondere jetzt auf unserem Gebiet kardiovaskuläre Erkrankungen, von Bedeutung sind. Was aber auch wichtig ist zu beachten, dass in der Gendermedizin nicht nur diese biologischen Aspekte berücksichtigt werden, sondern auch sozioökonomische Aspekte. Das heißt, spielen Lebensstil eine Rolle, Stressfaktoren, Umweltfaktoren sind wichtig, weil diese natürlich dann auch einen Einfluss haben, wie sich die Risikofaktoren entwickeln und wie das dann auch die Entstehung von Erkrankungen, aber auch die Behandlung von Erkrankungen beeinflussen kann. Nicht zu vergessen sind natürlich geschlechtsspezifische Rollenverteilungen. Wenn man sich überlegt, zwischen Patientinnen und Patienten auf der einen Seite, aber natürlich auch zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der anderen Seite, da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass diese Rollenmuster auch eine Bedeutung haben, jetzt für die Therapieoption, die die Patienten bekommen und auch für letztendlich den Behandlungserfolg. Also ein Spielball, der sich aus verschiedenen Aspekten heraus zusammensetzt eigentlich. Aber bleiben wir mal bei der genetisch bedingten Mann-Frau-Situation. Da gibt es ja Krankheiten, die sich ganz unterschiedlich äußern können bei Mann und bei Frau. Beispielsweise in der Kardiologie. Ja, da wissen wir ja schon eigentlich seit Langem, dass Frauen ungefähr mit einem 9 Jahre Latenz einen Herzinfarkt bekommen. Das beruht natürlich auf unterschiedlichen Gründen. Das fängt damit an, dass die Symptomatik bei Frauen beim akuten Myokardinfarkt anders ist als beim Mann. Die Symptome sind nicht wie klassisch bekannt mit einem Druck in der Brust, mit Ausstrahlung in den Arm, sondern die sind oft unspezifisch. Die Patientinnen berichten über Übelkeit, auch mal Oberbauchbeschwerden. Dadurch, dass diese Patientinnen unspezifischere Symptome haben, gehen sie erstmal schon später zum Arzt. Das heißt, der Infarkt wird später diagnostiziert. Sind die Patienten dann in der Notaufnahme, ist natürlich auch von dem medizinischen und nicht medizinischen Personal die Erfahrung, dass natürlich die Symptome nicht ganz typisch sind. Das heißt, es wird vielleicht nicht gleich als Herzinfarkt erkannt. Dadurch kommt es dann auch zu einer Verzögerung in der Behandlung des akuten Infarktes. Und da wissen wir ja alle, jede Minute zählt im akuten Infarkt. Sie müssen sofort eine Reperfusion durchführen, insbesondere beim ST-Hebungsinfarkt. Und wenn es da zu Verzögerungen kommt, dann hat es natürlich auch für den Verlauf der Erkrankung Konsequenzen. Das heißt, die Mortalität der Patientin ist größer. Und da wissen wir insbesondere, dass bei den unter 60-jährigen Frauen, die einen ST-Hebungsinfarkt erleiden, die Mortalität größer ist als bei einem vergleichbaren Männerkollektiv. Bei dem gleichen Altersspektrum? Bei dem gleichen Altersspektrum. Das heißt, die Frauen sind dann schwerer krank als die Männer. So ist es. Was ist der Grund dafür? Haben Frauen auch eine andere Risikokonstellation, was Hochdruck oder was Fettstoffwechselstörung angeht? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss noch mal unterscheiden, diese jüngeren Frauen, da ist es sicher ein wichtiger Punkt, die zu späte Diagnose und die verzögerte Behandlung. Sind die Patientinnen dann älter, also nach der Menopause, hat sich das auch mit den Risikofaktoren verändert? Zum Beispiel
Patienten nach der Menopause haben häufiger als Männer eine arterielle Hypertonie, während vor der Menopause die Männer häufiger die arterielle Hypertonie haben. Und Patientinnen mit einer arteriellen Hypertonie haben ein erhöhtes Myokardinfarktrisiko. Und wenn sie einen Myokardinfarkt bekommen, haben sie dabei auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Das war ein großes Spektrum der Gendermedizin oder Gendermedizin, Frau Professor Ott. Also vielen Dank, dass Sie das so ausführlich dargestellt haben. Es heißt eigentlich dann, dass die Frauen früher zum Arzt gehen sollten und vom Arzt auch besser, sagen wir mal, beobachtet, befragt werden müssen. Vielen Dank. Ich hoffe, das war für alle interessant und ich denke, wir sollten wissen, dass Mann und Frau auch in der Medizin deutlich unterschiedlich sind hinsichtlich ihrer Symptome. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.